Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life Goes On. So, was tue ich hier? Ich kann hier dieses Ding hier verfahren, okay. Dann kann ich hier sterben. Ah, ich denke mal, ich muss den, da reintreffen, oder? Hier so ungefähr müsste das dann sein. So, einmal sterben, bitte. Und, ja, das funktioniert. Jetzt hält es natürlich gerne aus dem Weg, damit ich hier selber besser durchkomme. Sagte ich besser durchkommen? Ich sagte besser durchkommen, oder? Also besser durchkommen und so, ne? Besser durchkommen. Wie komme ich hier besser durch? Ich weiß es nicht. So vielleicht. Ja, so. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber es hat funktioniert. Und ich hoffe, es sah gut aus. Ja, ich würde sagen, ich sterbe erstmal. Ist ja nicht verkehrt. Und dann haben wir hier... was genau bringt mir das? Achso, jetzt kann ich ihn gleich oben wieder runterholen. Ah, das ist quasi meine einzige Möglichkeit gerade gewesen, hier eine Leiche zu produzieren. Verstehe. Damit hier das Feuer ausgeht. Aber jetzt ist halt leider hier wieder... Achso, ja... Verstehe. So, jetzt ist gut. So gefällt mir das. Wo ist denn bitte der Tote, der hier unten... Ach da, ganz rechts. Ganz rechts. Mhm. Okay. Ich würde mal sagen, zuerst mal Checkpoint betätigen. Dann würde ich gerne zum Monster hoch. Dafür muss ich etwas Blaues aktivieren. Das ist da ganz rechts, dieses Elektro... Teil, das auch das Feuer kurz vom Ziel ausschaltet. So, gut. Außerdem... Okay, ich schätze mal ganz stark, dass ich hier... Ja, genau, das ist so ein Generator. Und damit muss ich erstmal hier sterben. Moment. Ich erlöse dich gleich. So. Jetzt kannst du tot sein. Und dann, ne? Schätze ich mal, muss ich hier noch rein? Also ich versuche gerade hier oben rechts das erste Feuer auszumachen. Das war, glaube ich, nicht so klug. Oder? Wobei, ich kann dich damit rübernehmen. Komm her. Nein! Nein! Nicht runterfallen. Ach, verdammt. Das geht jetzt nicht mehr. Menü. Ja doch, das ist gar nicht so blöd, was ich ja gerade gemacht habe. Ich kann hier nämlich tatsächlich... Das ist gar keine so blöde Option, zu sterben. Und dann kann ich die Leiche einfach hier drüber schieben. Und fallen lassen. So, und was habe ich jetzt? Ach so, ja, jetzt ist hier oben offen. Zumindest das erste. Und dann kann ich das hier aktivieren. So, was tut das da? Ach, das macht den... das Band an. Interessant. Ach so, ja klar, natürlich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich probiere das mal aus, aber... ich glaube... wenn ich hier unten jetzt reingehe... So, warum ist das Monster da oben? Ach so, ja, natürlich. Ich muss hier eine Leiche reinbringen. Ja, das Problem ist, in dem Moment ist das Grüne wieder deaktiviert und das Feuer geht wieder an. Das heißt, ich muss da einen Toten reinschmeißen. Und ich schätze mal, dafür ist das Band dann da, das dann so schnell läuft und sich so schnell bewegt. Also mein Gedanke sitzt sehr, ich sterbe mal hier. Dann bringe ich den mal so weit nach links, wie es geht. So. Dann geht das hier nach rechts und an. So. Dann mache ich das Feuer aus. Und wenn ich jetzt das Band anschalte, sollte der... da reinfliegen. Großartig. Das hat funktioniert. Und ich kann mich jetzt fressen lassen. Und dann muss ich das Ganze nochmal machen. Egal, ich möchte den Amazing Jeff füttern. Warum hat er jetzt wieder Feuer? Ach so, ich müsste hier nochmal einen rausnehmen, dann wieder alles von vorne machen. Okay, ich nehm's zurück. Jeff, du musst verhungern. Ist mir jetzt zu blöd, dauert mir zu lang. Pech gehabt, Jeff. Nee, das ist mir nicht wert.
So, der nächste Level. Weiter geht's. Oh, da oben, das Monster. Der Dwerf, der liebe Dwerf. Wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Sehe ich gerade nicht. Was muss ich hier tun? Hiermit kann ich die Stacheln ausfahren. Damit kann ich einen Aufwärtszug erzeugen. Ah! Sorry, ich musste gerade niesen. Gut, der ist tot. Den könnte ich jetzt hochziehen. Bringt mir aber nichts, weil er nicht hängen bleibt. Ich muss den hochziehen. So. Und jetzt müsste er ja... Okay. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann wird er wieder auf das Band fallen und verbrannt werden. Das heißt, ich muss jetzt hier ganz schnell sterben. Und dann habe ich es leider versaut, weil ich wieder die Stacheln hätte aktivieren müssen. Ach herrje, ist das kompliziert. Also, sterben. Nee, sterben, Stacheln an, hochziehen. So, er hängt fest. Sterben. Stacheln wieder an. Und sterben. Nein, das war ein bisschen zu früh. Mist. Immerhin habe ich ja hier schon meine nächste Leiche. Oh, gleich zwei. Sehr schön. Soll mir recht sein. Dann sind es dann zwei. So, einmal sterben. Wieder anschalten. Und sterben. Jetzt, und diesmal haben beide getroffen. Das ist doch echt... Ah, weißt du? Erst geht's daneben und dann treffen beide auch Menü. Okay, jetzt brauche ich hier unten einen. Und der grüne Dinger macht hier die Stacheln da oben an. Achso, ja gut. Das ist, glaube ich, relativ simpel. Ich muss hier einfach... Nee, so simpel ist es gar nicht. Ich muss nämlich hier den hier machen. Dann muss ich sterben und hier rüber rennen und die Stacheln hier aktivieren. Halleluja, war das knapp. Aber gut, es hat funktioniert. Ich will mal bitte sterben. Kann ich gerade nicht. Hier so. Ja. Oh mein Gott, was für ein Krampf. Aber ein sehr schönes Level. Doch, gefällt mir. Finde ich gut. Hat Spaß gemacht. Na komm, eins noch. Oh, der Sieg ist eingefroren. Das ist lustig. Okay, runterwerfen kann ich es nicht in den Abgrund. Da bleibt mir ja nur übrig, da hochzugehen. Hui! Ah, ich schätze mal, ich muss hier dann... Ne? Sowas hier machen. Sehr gut. Ah, Jeff, da oben ist Jeff. Da komme ich hin. Das schaffe ich. Wie komme ich hier hoch? So nicht. Kann ich da hoch? Das ist ja voll einfach. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Nope. Gut, das Ganze nochmal. Ist das schön? Ist das schön? Ist das schön? Das ist schön. So. Nein! Nein! Oh Mann. Ah, ich kann da durchfallen, natürlich. Der Block nicht, aber ich kann. War ja irgendwie klar. So. Komm mal rüber. Dann geh mal hoch. Und ich geh hoch. Und wir sehen uns dann wieder oben. So, ich würde jetzt gerne diesen Block nach rechts bringen. Und dazu brauche ich vermutlich sehr viel Schwung. Hep. Ach, guck mal, da links ist eine Brücke. Natürlich, ich depp. Das ist ja total einfach. Na klar. Aber jetzt komme ich doch zu Jeff, oder? Ja, hallöchen, Jeff. Na, schmeckt immer noch so gut wie früher. Aber jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr hoch. Okay. Nun denn. Macht ja nichts. Ich kann ja einfach hier rum. So, dann komm mal rüber. Ich sagte, komm mal rüber. Oder muss ich von hinten schieben? Sieht ganz so aus, ne? Ah, dann schiebe ich halt mal von hinten.
Schneller! Hä? Warum klappt das nicht? Gibt es vielleicht noch mehr Schwung? Yep. Es hat einfach ein bisschen Schwung gefehlt. Okay, ich würde gerne da oben wahrscheinlich sterben, um, keine Ahnung, etwas zu tun, irgendwas zu tun. Sieht so aus, als würde mir der Block dabei behilflich sein, indem er jetzt gleich das Feuer umschaltet. Ja. Ah, und jetzt ist hier... Nee, hier ist gar nicht offen. Aber ach so, natürlich, aber ich kann jetzt hier aufmachen. Dann kann der Block durch. Und für mich gilt das ja gar nicht, weil die Fienen mir persönlich ja ziemlich egal sind. So, ich glaube hier... Nee, kann ich nicht. Ach, verdammt. Ich wüsste ja gerne, was passiert, wenn ich den Block mit dem Preis, mit dem Pokal in den Abgrund werfe. Schade, dass ich das nicht tun kann. Gut. Also ich kann jetzt hier reinschieben. Aber das bringt mir erstmal nichts. Ich müsste den ins Feuer bringen. Und das kann man hier links, wie es aussieht, drehen. Das geht wahrscheinlich mit dem da drin, oder? Kann ich da nicht einfach rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Okay, überzeugt. So. Yep. Ah, okay. Das war ja einfach. So, und jetzt hoch mit dir. Schneller! Das funktioniert doch nicht. Brauche ich, denke ich, mal die Kanone. Und damit es auch ganz sicher reicht, würde ich mal sagen, ich gebe dem Block zuerst einen kleinen Schubs. Und mache ihn dann schnell. Naja, das hat auch so gereicht. Egal. So, jetzt ist halt leider das Ding wieder hinter dem Feuer. Meine Güte. Jetzt muss ich wieder hier rüber. Geht doch. Aber schön, muss ich sagen. Das gefällt mir. Diese Mechanik gefällt mir sehr gut. Das sah gerade so aus, als könnte ich da rechts ran. Egal. Ist ja nicht so wild. Doch, gefällt mir sehr gut, diese Mechanik mit dem eingefrorenen Level-Ziel. Finde ich gut. Gefällt mir. Einfach so, weil ich dann nicht irgendwo hin muss, sondern es irgendwo hinbringen muss. Also es ist zwar im Prinzip das Gleiche, aber halt doch anders.